Mein Wunsch an die Menschen ist eigentlich, dass man sich wieder mehr der Verantwortung bewusst wird, die man einem Tier gegenüber hat. Und vielleicht auch mehr das Miteinander wieder sieht. Wir sind hier auf dem Tierli-Gnadenhof in Keisten. Mein Name ist Stefanie Sutter, meine Schwester und ich. Wir sind eigentlich schon als kleine Mädchen jetzt mal noch mit unseren Brüdern hierher gekommen und haben mitgeholfen, ausmisten, Tierli füttern, mit den Hunden laufen. Und irgendwann hast du halt auch die Verantwortung gespürt, die du den Tierli gegenüber hast. Und mittlerweile sind jetzt 24 Jahre vergangen. Und die Schwester und ich haben das jetzt zusammen seit dem letzten Februar definitiv übernommen. Wir haben Gänse, Hühner, Seidenhühner, Enten, Hasen, Meersäule, Ross, Esel, Schaf, Geissen, Hunde, Katzen. Und dann haben wir auch noch Wildtiere, das sind Füchse und ein Wildschwein. Und ich glaube, die Hauptgeschichte ist wirklich bei allen so, das sind alles Tiere, die niemand mehr wollte. Also nicht nur aus verantwortungslosen Gründen, sondern halt einfach auch, wenn es eine Problematik gibt. Also wenn man zum Beispiel einen Todesfall hat und nachher kann niemand diesen Tieren mehr schauen oder man wird schwer krank. Also es sind nicht nur Geschichten, wo die Leute unvernünftig sind, sondern es gibt halt auch Schicksalsschläge, wo man nicht klar kommt damit. Das ist Lotta. Sie ist eine 1,5-jährige Podengo-Hündin. Ist hier, weil sie von Spanien auf Deutschland gekommen ist zu einer Frau aus einer Tötungsstation. Und die Frau nachher aufgrund der Umstände, dass sie taub ist, ein bisschen überfordert war mit dem Hund, weil sie einfach Tag und Nacht einmal geschrien hat, wenn sie alleine war. Und jetzt ist sie eigentlich seit dem September bei uns und hat sich gut integriert. Das ist unser Timon. Er ist jetzt seit einem Jahr bei uns. Er ist 21. Ursprünglich haben wir ihn von einem Zirkus übernommen. Er hat halt ein bisschen Sommerekzem und ist nicht so der typische Fries, aber ganz liebe. Und ich muss sagen, dass der Zirkus wirklich geschaut hat, dass alle Tiere an einen guten Platz kommen. Also auch die, die nicht mehr so dem klassischen Bild entsprechen, haben sie geschaut, dass sie einen Gnadenplatz kommen. Und sie haben jetzt wirklich dann uns jetzt mal angefragt, ob wir helfen könnten. Und aufgrund von dem haben wir hier den mächtigen Bub übernommen. Ja. Das ist unsere Paula. Sie ist von jemandem freigekauft worden, der ein Herz für Mastschwein hatte. Und sie ist zu uns gekommen, weil wir sie. Weil es halt einfach bei ihnen so war, dass man halt nicht einfach Schweinchen halten kann. Also sie ist riesig, sie hat etwa 300 Kilo. Und dann ist es halt einmal schwer, sie bei uns ja, noch immer so zu vermitteln. Und Schweinchen sind schwierig zu vergesellschaften. Also wir haben zwar noch ein Wildschwein, aber die kann man nicht zusammen haben. Du kennst jede Geschichte von diesen Tieren. Du weißt, wieso sie da sind, du weißt, was sie alles erlebt haben. Und mit jedem Tag, den du weiter da hast, ist es einfach auch, du siehst eigentlich, wie viele Tiere in Notsituationen kommen. Und die können sich nicht selber helfen. Wir Menschen können uns oftmals, auch nicht immer, aber können wir uns selber helfen oder haben jemanden, der uns unterstützen kann. Und Tiere haben das oftmals nicht. Es ist eine Herzensangelegenheit. Also wir lieben eben jedes einzelne von unseren Tierli da von unseren Bewohnern und wir leben mit denen zusammen. Und es wäre für meine Schwester wie auch für mich wär's schlimm, wenn es das so nicht mehr könnte geben. Wir finanzieren uns ausschließlich von Spendengeldern, von Unterstützern, Gönner. Auch bekommen wir manchmal Tierfutter gespendet über. Halt alles so, dass wir ja, über die Runde kommen. Meine Schwester und ich, wir gehen beide noch arbeiten. Also wir sind unabhängig vom Hof eigentlich. Können wir uns finanzieren. Aber unsere Angestellten müssen finanziert sein, Tierfutter, Tierarzt. Die grössten Schwierigkeiten manchmal ist, die Balance zwischen allem zu finden. Du hast so viele Leute, die sich wahnsinnig für das interessieren. Du hast so viele Anfragen. Und neben dem allem hast du Tiere, die du schauen und auslasten, dass sie zufrieden und glücklich sind. Und dann hast du aber noch die ganze Sache mit dem Büro. Es ist halt ganz viel Bürokratie auch dahinter.
Du hast tolle Tiere und die Arbeit, ich liebe sie, ich würde sie nicht hergeben wollen. Ich mache es wirklich sehr gerne mit meiner Schwester genau gleich. Es ist so ein toller Ausgleich und sie geben einem auch so viel zurück. Aber es ist manchmal auch nicht ganz einfach. Unser Ziel ist eigentlich, die Verbindung zwischen Mensch und Tier zu fördern. Also, dass man halt auch einfach sich mehr bewusst wird, was heisst es, ein Tierli zu haben, was heisst es, die Verantwortung zu übernehmen. Und halt auch ein bisschen, was ist Tierhaltung, also um was geht es dort ein bisschen, dass man vielleicht von dieser, ja jetzt passt es gerade, das Tierli zu haben und nachher nicht mehr, oder dass man einfach von dem ein bisschen auch wegkommt oder auch ein bisschen sich überlegt, was stelle ich überhaupt an, wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag ein Kilo Fleisch esse, was bedeutet das für die Tierli, die dann halt eben sterben müssen, dass man das auch ein bisschen weiterbringt. Und vor allem, was für uns auch wichtig ist, ist, dass man lernt, es gibt auch einen liebevollen, netten Umgang mit den Tierchen. Und das ist nicht eine Ware oder ein Objekt oder eine Sache, sondern die haben auch halt ihr Wesen, ihren Charakter und müssen auch irgendwie ja, in dem ganzen Gefühl von unserer Welt auch irgendwie zu Schlag kommen. Und ich glaube, wir, für uns ist es auch wirklich wichtig, dass man sieht, es geht auch miteinander. Es geht wirklich auch miteinander. Man kann gut mit den Tierchen leben und sie verstehen einen wirklich gut.